Auf geht's zur nächsten Runde. Gruppenphase, Spieltag 5, los geht's. Stadion habe ich eigentlich alle Zufall gemacht hier. Mann, ey. Los geht's. Na. Jetzt. Herzlich willkommen in der Allianz Arena in München. Hallo und willkommen, ich bin Marco Hagemann und neben mir ist Hansi Küpper, der mit seinem Sachverstand das Spiel heute mit analysieren wird. Hallo Marco, es dauert nicht mehr lange und ich glaube, dann können wir sagen, lasst das Spiel beginnen. Jetzt wird die UEFA Champions League Hymne gespielt. Ja, dann wollen wir mal. Alles ist angerichtet. Was denkst du, wer hier die Schlüsselrolle einnimmt? Ja. Wir werden heute, da gehe ich mal von aus, auf den einen magischen Moment warten, in dem einer den Ball reinmacht, der so gut kann wie kaum einer auf der Welt. Das ist für mich Aguero. Diese Einschätzung teilt wohl auch die gegnerische Abwehr. Er wird ihnen ziemliches Kopfzerbrechen bereiten. Oh, komm, ey, hopp. Zabaleta. Nasri. Dann mal da ran. Lahm. Müller. Hier ist Lewandowski. Oh, was macht ihr denn? Und der kommt durch. Und die Schusschance. Scheiße. Jetzt und aber. Yeah. Für den FC Bayern München. Einfach und haltbar. Ich leg mich da fest, kein Torhüter der Welt hätte den gehalten. Ja, ja. Präzise und hart. Na, war doch sauber. Weiter geht's. Was für ein Auftakt. Mann, hier. Schweinsteiger. Versucht die Gasse zu finden. Ja, komm. Den muss er machen. Ja. Fantastisch von Lewandowski. Der war richtig geil. Nicht aufpassen, gibt das hier einen richtigen Streifen. Besser kann man den wohl nicht treffen. So einen kann kein Normalsterblicher halten. Also ich habe fast die Vermutung, dass der Torhüter froh ist, dass er hier nicht mehr die Hand an den Ball bekommen hat. Der war richtig erst rein. Sauber. So, 2-0 jetzt also. Also ich lege mich mal fest, mit diesem Vorsprung im Rücken müssen sie schon eine Menge falsch machen. Anja. Aguero. Schweinsteiger. Er steht hier durch. Kompanie. Jawohl. Lewandowski! Oh, fuck. Das war wirklich knapp.
gute Chance und er hatte echt was drauf heute. Mal nutzt er seine Chancen, mal vergibt er sie, aber eines muss man ihm lassen. Er erarbeitet sie sich immer wieder. Ach, verdammt, ey. Das Schirren mit Ding. Mit einem Traumtor. Der FC Bayern München mit einer großen Chance, die aber ungenutzt bleibt. Schirren. Und er pumpt ihn einfach hinten raus. Ja, ja, Touré. Jesus Navas. Lust daran, naja. Nein, scheiße. Müller hat alles getan, um noch an den Ball ranzukommen. Nur verarbeiten konnte er ihn nicht. Guter Spielzug auf der linken Bahn. Da könnte sich was entwickeln. Das Ding. Hier ist Aguero. Yaya Touré. Komm ran hier, Mensch. Gut abgelaufen. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Er versucht ihn da. Jetzt aber in das Ding. Oh, fuck. Ach komm. Bayernisch, Alter. Lampard. Zabaleta. Aguero. Bist du da ran? Hier ist Nasri. Jetzt sprintet er mit dem Ball nach vorne. Oh, fuck, ey. Verwalter, was für ein Hammer. Ein herrlicher Treffer. In den letzten Sekunden der ersten Hälfte ziehen die doch so ein Ding raus. Ja, meine Güte. So eng sie ihn auch zu decken versuchen, sie können. Der Halbzeit-Schieß bedeutet das Ende der ersten Hälfte. Dreimal hat's gerappelt in der ersten Hälfte. 2:1 der Spielstand. Okay, weiter hier. Der Ball, er rollt wieder. Ran an die Scheiße. Starker Vorstoß auf der rechten Bahn, aber wo sind die Mitspieler? Ich da. Abgefangen. Oh, fuck. Gerade noch so geklärt. Ey, komm. Oh, fuck, ey. Guter Lauf auf der linken Seite. Ob dabei was rumkommt? Sag mal. Jesus Navas. Ja, nicht hier. Geh doch da ran. Oh Mann, komm. Rafinha. Er versucht, die Lücke in der Abwehr zu finden. Mario Götze guckt sich um. Welche Optionen gibt's für ihn? Ach. Müller. Nein. Viel zu weit am Tor vorbei. Gar nicht schlecht, dieser Schuss aus der Distanz. Und er hätte ins Tor gehen können. Komm hier. Die letzte halbe Stunde des Spiels ist angebrochen. Der FC Bayern München hat heute noch gar keinen Spieler von der Bank gebracht. Na, braucht er auch nicht. Ach, Scheiße. Aguero. Nasri. Ach, Mann. Los, hier. Eine Hampelei hier. Er geht zum Torhüter. Ach, fuck. Kurz ausgeführt. Silva. Komm, geh doch daran. Aguero, ein fantastischer Treffer. Ganz enge Kiste, trotzdem letztlich vorbei.
Was ist für eine Scheiße jetzt hier, ey? Nasri. Hier ist Jesus Navas. Silva. Aguero. Spinnen, ey. Das war nicht schlecht, aber das muss auch optimal sein, wenn du aus dieser Entfernung das Tor machen willst. Nasri. Lahm kickt die Kugel nach vorn. Sei ja nicht hier. Nasri. Yaya Touré. Hier ist Aguero. Ein Pass auf den Flügel. Spinner, Alter. Yaya Touré hat die Kugel und er hat Platz. Geh doch mal daran, bist du bescheuert? Und Yaya Touré haut ihn rein. Was ein Dreck, ey. Jetzt ist er drin. Also, pari pari. Alles wieder auf Null gestellt. Ich bin gespannt, wie diese beiden Mannschaften jetzt mit dieser Spinner, Alter. Die Frage, die sich mir stellt, wie konnte er da eigentlich so frei stehen? Darüber wird zu reden sein. Das war ja hart an der Grenze zum Blackout. Wie kann das denn sein, dass ein gegnerischer Angreifer so frei vor den Kasten zum Abschluss kommt? Das ist wirklich eine moderne Lazarus-Geschichte. Den Ausgleich haben sie auf jeden Fall schon mal geschafft. Jetzt ist natürlich die große Frage. Leck mich am Arsch, Alter. Fantastisch von Lewandowski. So kennen wir ihn. Er ist der Mann für die entscheidenden Tore. Und das hat er hier wieder mal bewiesen. So eine Einladung möchte ich auch mal gerne bekommen. Kann ja nicht sein hier. Völlig frei im gegnerischen 16-Meter-Raum. Und wenn man ihm diese Gelegenheit gibt, dann nutzt er sie auch. So wie in dieser Situation. Oh. Die große Frage, ist es das jetzt schon gewesen? Mann. Ey, wenn die noch in den Rinnen ballern, er kriegt eine Krise, Alter. Das muss was werden. Ab in die Spitze. Da sucht er seine Vordermänner. Oh, Scheiße. Wenn man sie riechen könnte. Na, Gott sei Dank, Alter. Pfeift ab und damit ist das Spiel beendet. Sicher hätten sie gerne noch das ein oder andere Tor geschossen, aber am Ende haben sie diesen knappen Vorsprung über die Zeit gerettet. Sie haben den Sieg eingefahren, sie haben knapp gewonnen und das, weil sie wirklich vor allem durch die Mitte brillant gespielt haben. Aber ja, schon geil, ey. Hier zwei, wo? Naja, perfekt. Mal gucken, was jetzt kommt. Naja, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Haut da rein.